Hallo und grüß euch bei der Kitchen. Wir machen heute Bochhändl, aber nicht das klassische Bochhändl, wie man es in Österreich kennt, sondern wir machen Buttermilk Fried Chicken. Gehen wir's an. So, das Buttermilk Fried Chicken wird dann später mit Kimchi gepimpt, aber bevor wir da mit Fleisch loslegen, würde ich noch kurz sagen, was wir alles machen. Und zwar machen wir schnell eingelegte Gurkel. Sage ich, wie schnell man saure Essiggurkel machen kann. Und dazu gibt es noch eine würzige Mayonnaise, und zwar mit Kimchi aufgewertet. Wir starten als erstes gleich mit dem Fleisch. Und zwar haben wir hier statt Hühnerbrust, was man natürlich auch verwenden könnte, einfach Hühneroberkeulen genommen. Also die sind ausgelöst. Das Gute an denen ist, sie sind schon perfekt vorportioniert und sie sind ein bisschen softiger wie die Hühnerbrust. Der gravierende Unterschied zum klassischen Bochhändl, wie man es kennt, ist, dass wir jetzt kein Ei und keine Brösel brauchen, also keine Semmelbrösel. Ja. Wir nehmen stattdessen einmal wichtig Buttermilch. Was macht ihr noch? Die liefert jetzt nicht nur einfach nur Alternative zum Ei, sondern wir gießen das einfach einmal übers Händl drüber. Das macht das Fleisch ein bisschen zarter, ein bisschen wacher, ein bisschen softiger. Und im besten Fall lässt man das Ganze in der Buttermilch über Nacht im Kühlschrank stehen. Es reicht auch eine Stunde, aber optimal wäre es, wenn man es über Nacht im Kühlschrank aufbewahrt. Um das Ganze heute ein bisschen aufzuwerten, machen wir Folgendes. Ich habe Kimchi da. Wer das nicht kennt, das ist im Grunde nichts anderes wie die koreanische Alternative zum deutschen Sauerkraut, wie wir es da kennen. Und damit wir das wunderbare Aroma vom Kimchi da reinkriegen, nehmen wir jetzt einfach ein Sieb zur Hand, laden das Kimchi da rein. Gute Hälfte von der Dosen sollte reichen. Und drucken jetzt den Saft einfach fest da raus. Man braucht auch keine Angst, um so ein bisschen die Finger schmutzig zu machen. So kriegt man am besten raus. Gut, der nächste Schritt beim Buttermilk Chicken, was notwendig ist, beziehungsweise was auch die Alternative zum Backhändl wieder ist, wir brauchen keine Semmelbrösel, wir nehmen jetzt einfach nur normales Mehl, ein bisschen Stärke, nehmen jetzt einen Esslöffel dazu, das macht das Ganze ein bisschen knuspriger, ein bisschen crunchier und dann kann man jetzt nach Belieben mit Gewürzen aufwerten. Und ich habe jetzt in dem Fall ein bisschen geräuchertes Paprika genommen, circa einen halben Esslöffel, dann Chili-Pulver, Pfeffer und am Ende natürlich noch ganz wichtig Salz. Und da braucht man überhaupt nicht sparen, also kann man ruhig reingeben. So, das rührt man dann einfach schön um, dass es schön eine homogene Masse ist. Und im Grunde war das schon die ganze Vorbereitung für unser Händl. Die Panier ist soweit, die kommt einmal auf Zeiten. Das Händl wagt da schön in der Marinade, das heißt, es wird schön zart. Und wir widmen uns jetzt den Gurken. Und zwar werden die schnell eingelegt, und zwar machen wir so saure Essiggurkel. Dann nehme ich einfach ein altes Essiggurkelglas oder ein großes Marmeladenglas, was ihr eben daheim zur Verfügung habt, und gebe jetzt alle Zutaten für die Marinade ein. Ich nehme da jetzt einfach einen Weißweinessig, fülle das so circa die Hälfte voll an. So, und was ist wichtig für eine gute Marinade? Im Grunde braucht man eine Säure als erstes einmal. Ja, das ist der Essig, dann gibt man einen Schluck Wasser noch drauf, damit man die Säure ein bisschen wegnimmt, weil zu sauer soll sie natürlich auch nicht werden. Dann geben wir eine Prise Salz dazu. Dann kommt noch eine Prise Pfeffer. Wichtig ist natürlich, wir brauchen jetzt Süße und da kann man jetzt verschiedene Sachen verwenden. Ich finde, da passt wunderbar brauner Zucker. Gut, zusätzlich kommt noch ein guter Esslöffel Dijon-Senf. Und für die Schärfe, fürs Feuer, braucht man natürlich ein bisschen Chili. Wem es nicht scharf genug sein kann, nimmt am besten gleich die ganze, schneidet es auch mit der Mitte durch. Ich würde sagen, so 2-3 Ringe sind genau richtig. Am besten natürlich vorher herausfinden, wie scharf die Chili ist, damit man das Ganze nicht zu scharf macht und das Ganze nachher nicht mehr essbar ist. Kurzer Test.
Am besten vorher aufpassen, nicht unbedingt mit den Fingern angreifen. Kommen jetzt so circa 2-3 Ringe ein. Was wunderbar zu eingelegten Gurken natürlich noch passt, ist Dille. Es peppt das Ganze noch ein bisschen auf und finde, passt wunderbar dazu. Nehmen wir einfach so ungefähr so eine Handvoll. Das wird dann fein gehackt. So, das reicht auf jeden Fall. Mit einer ins Glas. Das wird im Grunde nur verschlossen. Und jetzt dann einfach Cocktails mixen. So, das ist unsere Gurkenmarinade. Jetzt kann man noch, natürlich sollte man noch, kurz kosten, ob es natürlich auch passt. Perfekt. Jetzt nehmen wir einfach so kleine Salatgurken im besten Fall. Die werden längs zweimal durchgeschnitten, quasi geviertelt. Die werden einfach verschlossen, noch einmal kurz durchgeschüttelt. So, und jetzt, wie macht man eine Mayonnaise? Im Grunde ganz einfach. Wichtigste Zutat mal als erstes ist ein Ei. Man kann das jetzt natürlich nur den Dotter verwenden. Ich verwende jetzt aber das ganze Ei, weil ich das nachher mit dem Stabmixer pürieren will. Wenn man es zum Beispiel mit der Hand macht, wäre es besser, wenn man nur den Dotter verwendet, damit es besser emulgiert. So, dann braucht man ganz wichtig etwas Säure. Ich habe jetzt da einen Weißweinessig, einen Schluck, das reicht auf jeden Fall. Jetzt kommt noch circa so ein halber Esslöffel Dijon-Senf dazu. Natürlich eine Prise Salz. Was ich furchtbar gern bei der Mayonnaise mache, ist, ich verwende gern ein bisschen Zucker. Es ist nicht zwingend notwendig, nur ich finde, Zucker macht das Ganze schön rund und also es rundet den Geschmack einfach viel besser ab. Das heißt, so ein Teelöffel circa sollte auf jeden Fall auf die Menge reichen. Das Ganze wird jetzt nur gemixt mit einem Handmixer oder mit einem Stabmixer oder mit, wer mag, kann natürlich einen normalen Schneebesen verwenden, bis man da eine schöne cremige Masse haben. Und wenn das der Fall ist, dann nimmt man Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder vielleicht Maiskeimöl, irgendwas, was geschmacksneutral ist. Es darf auf keinen Fall ein zu geschmacksintensives Öl sein, wie zum Beispiel Olivenöl. Ich kann natürlich ein bisschen Olivenöl dazugeben, wenn ich mag, oder irgendein spezielles anderes Öl. Das Problem ist nur, wenn ich nur Olivenöl verwenden würde, wird der Geschmack extrem intensiv und das Ganze wird vielleicht sogar bitter. Saugeil. Wir werden das Ganze noch ein bisschen aufwerten. Und zwar machen wir folgendes. Wir nehmen einfach das Kimchi her, was wir vorher abgeseiht haben. So circa 2 gute Esslöffel davon. Legen wir das da her. Und das wird jetzt ganz fein gehackt. Ja. So, der Unterschied eigentlich von Kimchi zum Sauerkraut, wie man es bei uns kennt, ist in dem Fall, in Südkorea verwendet man Chinakohl. Dann gibt es noch eine spezielle Chili-Sorte. Die wird mit eingegeben und gemeinsam mit viel Salz, getrocknete Garnelen und noch ein paar andere spezielle Zutaten wird das Ganze dann fermentiert und da kommt dieses wunderbare scharfe Kimchi raus, quasi dieses koreanische Sauerkraut. Das wird jetzt eben fein gehackt, dann geben wir es zur Mayonnaise dazu und werden das Ganze noch einmal durchmixen. Dann haben wir so eine Art koreanisch angehauchte Tartar-Sauce, kann man sagen. So, fein gehackt kommt das jetzt da rein. Und wird noch einmal durchgemixt. So schnell geht Kimchi-Mayonnaise. Und wir können uns jetzt schon dem Händel widmen. Gut, und jetzt widmen wir uns endlich unserem Händel. Wie gesagt, Panier ist schon fertig, schon vorbereitet. Das Händel ist jetzt genug mariniert. Das werden wir jetzt einfach rausnehmen, ein bisschen abtropfen lassen. Dann ziehen wir es durchs Mehl ein, zwei Mal durch.
lassen das noch ein bisschen abtropfen oder abbröseln, damit nicht zu viel Müll am Händel drauf ist. Und dann wandert das eins nach dem anderen ins heiße Fett. So, es ist endlich soweit. Wir können so gut wie anfangen. Das wird jetzt einfach nur auf einen Teller angerichtet, gemeinsam mit unseren eingelegten Gurkel und der Kimchi-Mayonnaise. So, ich kann es kaum erwarten. Es riecht schon unheimlich gut. So, noch ein bisschen was von unserem Dip. Dazu passt optimal noch ein bisschen rustikales Weißbrot. So. So, und im Grunde war es das schon. Das ist das Kimchi Brand Buttermilk Fried Chicken. Und ich lasse mir das jetzt schmecken, genauso mit dem hungrigen Team, das was da hinten steht. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge The Kitchen. Ciao.